Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute etwas weitermachen in C, und zwar eine Erfahrung, die ihr in Java schon gemacht habt. Und zwar wollen wir mit Schleifen arbeiten. Gell? Also die Schleifen funktionieren in C wie in Java. Gell? Oder umgekehrt. Gell? Also in Java so wie in C. Gell? Der kleine Unterschied, der liegt wieder in der Bedingung, gell, also in C, also im ursprünglichen C, gell, haben wir also ganz zahlige numerische Werte als Bedingung, gell, also wenn wir eine Schleife haben und da haben wir eine Laufbedingung und dann ist die Wahrheit irgendetwas, was eben nicht 0 ist, gell, und wenn etwas 0 ist, dann ist es falsch, gell. Und ja, welche Schleifen haben wir? Wir haben die While-Schleife, gell, also kopfgesteuert. Wir haben die Do-While-Schleife, also fußgesteuert. Und dann haben wir die For-Schleife. Diese drei Schleifen, mit denen werden wir uns begnügen. Gell. Und ja, zum Nachlesen, gell, also wir haben dieses Wikibook und in der Einführung gehen Sie schon genau auf diese Schleifen ein, gell? Also while, Expression, Ausdruck, gell? Also ein, auf eine ganze Zahl zurückzuführender Ausdruck, gell? Ist er verschieden von 0, dann ist das wahr und er wird ausgeführt. Will ich eine Endlosschleife machen, reicht es zu sagen while 1 und 1 ist immer verschieden von 0, gell? Und das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Gell? So, Vorschleife. Bei der, so, da steht Vorschleife, ist aber eine While-Schleife da, gell? Und dann die Do-While-Schleife, gell? Okay. Und ja, damit können wir jetzt schon arbeiten, gell? Also da ist ja eben Continued Break zum Weiterführen, Neubeginn der Schleife oder zum Abbruch der Schleife, gell? Okay. Also, gehen wir schauen, und zwar wollten wir jetzt als erstes Folgendes machen. Wir wollen unser Programm zur Arithmetik erweitern. Und zwar wollen wir hier nicht einmal eine Operation ausführen und dann wollen wir das verlassen und das war's, sondern wir wollen das Programm immer wieder neu durchführen. Gell? Also das heißt, es ist etwas, was ganz typisch ist. Man hat eine Aufgabe und die wiederholt man immer und immer wieder. Gell? Und ja, das wollen wir machen. Wir wollen also ein Programm schreiben, das immer und immer wieder eine arithmetische Operation für uns durchführt. Also zwei Operanden einliest und dann die gewünschte Operation ausführt. Gell? Und das immer und immer wieder, bis irgendjemand dann eben sagt, na, jetzt will ich nicht mehr. Gell. Und dann definieren wir eben einen Ausstieg. Okay, jo. Und dafür brauchen wir eine Schleife. Gell. Also in Assembler wären wir gesprungen, hätten wir oben eine Marke gesetzt und hätten dann gesagt, naja, Jump nach oben. Gell. Okay, ja, aber jetzt wollen wir das mit einer Schleife machen. Jo, gute Arbeit. Und das nächste ist es folgendes. Wir wollen ein bisschen was mathematisch machen, gell? Also der Mathematikprofessor, gell? Ja, der hat es oft mit den Nullstellen der Funktionen, gell? Also da die Mathematiker, die sind da neugierig und wollen unbedingt die Nullstellen wissen, gell? Und ja, und das kann man auch ausrechnen für ein paar Funktionen, gell? Also das hat man ja, ja im Biennium hat man das also mit einer linearen Funktion gemacht oder man hat es auch mit der Parabel gemacht, gell? Okay, also ein quadratisches Polynom, gell? Das hat man auf die Spitze getrieben, gell? Oder bei Polynomen höheren Grades, gell? Also beim Polynom dritten Grades gibt es noch eine allgemeine Regel, gell? Also diese Regel nach Cardano, gell? Ja, muss ein Südtiroler gewesen sein, hat sicher da in der Nähe von Bozen gewohnt, in Cardano, gell? Mhm. Gell? Diese Regel von Cardano, gell? Die geht noch bei Polynomen dritten Grades, von denen man die Nullstellen eben suchen will, gell? Aber bei Polynomen höheren Grades wird es schwierig. Da geht es dann in Ausnahmefällen oder wenn man eine Nullstelle kennt, kann man sie durch die Polynomdivision dann abspalten und so, gell? Und dann, ja, auf jeden Fall wird es doch schon komplex. Und das sind erst die Polynome, gell? Aber allgemein bei Funktionen,
trigonometrischer Natur, gell, oder auch ja, exponentielle oder logarithmische Funktionen, gell, das wird schwierig, gell, oder unmöglich, gell, um das geschlossen zu rechnen. Gell, also geschlossen heißt, ich kann das da umformen, durch ein bisschen Äquivalenzumformung oder so, gell, oder ja, und dann zum Schluss bekomme ich ein Ergebnis, gell, wo dann steht x ist gleich und dann steht die Nullstelle dort, gell. Das ist eine tolle Sache, gell? Und die großen Mathematiker, die beherrschen das bei mehr Funktionen als wir kleine Mathematiker, gell? Aber wir Informatiker, wir können numerische Verfahren einsetzen, gell? Und numerische Verfahren, das haben wir schon gesagt, gell? Also numerische Verfahren, die helfen uns oft, irgendetwas programmierbar zu machen, gell? Und wenn wir etwas programmierbar machen, gell? Also der Rechner, der rechnet dann schon, gell? Und manchmal rechnet er halt etwas so ungefähr aus, gell? Aber dann, wenn wir ein Verfahren haben, das stabil ist, gell? Dann können wir ein Ergebnis liefern, das zwar nicht exakt ist, aber so genau, wie wir es brauchen, gell? Und das reicht dann schon, gell? Gell? Und jetzt wollen wir ein solches numerisches Verfahren ausprobieren. Und dafür müssen wir mit Schleifen arbeiten, gell? Wir nähern uns dann Schritt für Schritt mit jedem Schleifendurchlauf etwas näher an die Nullstelle eben an. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Funktion, gell? Das ist klar. Und die Funktion, ja, die werden wir einfach mal in den Code schreiben, gell? Ohne lang da zu parsen und zu interpretieren und so weiter, gell? Und jetzt machen wir Folgendes, wir brauchen also ein Intervall. Und ein Intervall ist durch zwei Intervallgrenzen, Anfang und Ende des Intervalls, gegeben. Und da haben wir eben die Intervallgrenzen A und B. Und die Funktion soll an den Intervallgrenzen verschiedenes Vorzeichen haben, gell? Also nicht die Intervallgrenzen, nicht A und B sollen verschiedenes Vorzeichen haben, sondern die Funktionswerte in A und B, gell? Also das heißt, entweder ist FA positiv und FB negativ, gell? Oder umgekehrt, gell? Also die sollen halt auf der jeweils anderen Seite der X-Achse liegen, gell? Gell? Also das da ist eine der Voraussetzungen. Gell? Also wir brauchen ein Intervall AB und die Vorzeichen der Funktion in A und B, die sollten eben verschieden sein. Gell? Gell? Also nicht A und B haben verschiedene Vorzeichen, sondern die Funktion in A und B, gell? Die muss verschiedene Vorzeichen haben. Dann was anderes. In diesem Bereich AB muss die Funktion überall definiert sein. Gell? Also für jedes x aus AB muss ich die Möglichkeit haben, die Funktion auszurechnen. Gell? Also da, die Funktion darf nicht Löcher haben. Gell? Also es gibt nicht irgendwo ein Loch dann in der Funktion, gell? Wo sie nicht definiert ist. Nein, sie ist überall definiert zwischen A und B. Und sie stetig. Und jetzt die Stetigkeit ist ein schwieriger Begriff in der Mathematik, gell? Aber was ist die Stetigkeit? Die Stetigkeit bedeutet, dass eben die Funktion immer schön weitergeht, gell? Also jemand hat es auch so beschrieben, gell, dass man eine Funktion zeichnen kann, ohne den Stift irgendwie vom Blatt zu nehmen, gell? Dann ist sie stetig, gell? Ich kann auch sagen, die Funktion ist stetig, wenn sie eben in dem Bereich, wo sie stetig sein muss, keine Sprünge hat, gell? Oder wenn sie dann nicht irgendwie ins Unendlich geht, gell? Also nicht, dass sie die Funktion kommt her, geht dann nach minus unendlich, kommt dann von plus unendlich zurück und geht dann wieder weiter, gell? Also das darf es nicht geben, dann ist sie nicht stetig an diesem Punkt, gell? Wo sie diese schlimmen Sachen macht, gell? Okay? Also wir wollen brave Funktionen haben, gell? Also Funktionen, die ich dann auch schön zeichnen kann, ohne da den Stift irgendwie vom Platz zu nehmen, gell? Ja, und wenn das jetzt so ist, gell, und in A und B hat die Funktion verschiedene Vorzeichen, gell, dann muss die Funktion irgendwo dazwischen die X-Achse schneiden, gell. Gell, warum? Wenn die Funktion in A und B verschiedene Vorzeichen hat und ich gehe dann die Funktion zeichnen zwischen A und B und ich gehe sie dann nie, also ich gehe den Stift nicht wegnehmen, da muss ich irgendwo die X-Achse schneiden. Und dort, wo ich diese X-Achse schneide, gell,
dort habe ich die Nullstelle, gell? Und das muss mindestens einmal passieren. Also es kann auch sein, dass die Funktion dann sowas macht, gell, dass sie ein paar Mal in diesem Intervall zwischen positiv und negativ wechselt, dann habe ich auch die Möglichkeit, eventuell mehrere Nullstellen zu finden, gell, aber ich will erstmal zumindest eine finden. Gell. Okay, und die Idee ist jetzt folgendes. Wenn diese Voraussetzung gilt im Intervall, gell, AB, habe ich entgegengesetzte Vorzeichen, und die Funktion ist brav, gell, okay, dann kann ich Folgendes machen. Ich kann das Intervall halbieren. Zack, ich halbiere es. Und wenn ich das Intervall halbiert habe, dann gilt diese Voraussetzung, dass die Funktion an den Intervallgrenzen entgegengesetztes Vorzeichen hat, auch für eine der Hälften. In einer meiner Intervallhälften muss ich ein positives und ein negatives Vorzeichen der Funktionswerte haben. Und mit dieser Hälfte rechne ich weiter. Und damit habe ich jetzt die andere Hälfte des Intervalls ausgeschlossen. Gell? Und ich kann da so weiterfahren und weiterfahren und irgendwann sind meine Intervallgrenzen ganz, ganz eng zusammen. Gell? Und ich weiß, wo ist die Nullstelle dazwischen drinnen. Und wenn ja die Nullstelle zwischen zwei Intervallgrenzen liegt und die sind ganz, ganz eng zusammen, dann kann ich sagen, ja, wenn die Nullstelle hier drinnen ist, dann liegt sie irgendwo zwischen A und B. Und was ist der maximale Fehler? Der Unterschied des Intervalls. Wenn ich hier drinnen bin, dann weiß ich, aha, hier drinnen liegt die Lösung. Und diese Idee nennt man Intervallhalbierung oder Bisektion. Gell? Und wenn wir das mal aufmachen, da, gell, so, gell, bekomme ich hier diese eine Anwendung dieser Idee für mehrere Situationen und mich interessiert jetzt der kontinuierliche Fall, gell, und da haben sie dann auch so eine schöne Grafik gemacht, gehen wir mal schauen, so, gell, also sie gehen jetzt eine Funktion da zeichnen, gell, und die Funktion, gell, wir starten da irgendwo mit einem Intervall von hier bis hier, gell, dann gehen wir es halbieren, gell, und wo gehen wir weitermachen? Nicht hier, weil hier sind die Funktionsgrenzen beide positiv, sondern links, geradeaus ist das schnell, viel zu schnell, dann geht er wieder halbieren und schaut, wo gilt dieses Kriterium der entgegengesetzten Vorzeichen, bei der linken oder rechten Intervall, Hälfte und dann rechne ich dort weiter, wo es wieder gilt. Gell? Ja, wenn wir das mal anschauen, da, gell, gehen wir mal probieren. Also wenn wir eine Funktion zeichnen wollen, gell? Also jetzt gehe ich das so mal so zeichnen. Gell? Okay. So. Ja, gar so schön wird es nicht. Gell? Okay. So, und jetzt gehe ich da eine Funktion zeichnen. Okay, also x und f von x ist meine Funktion. Okay, so, und ich brauche jetzt ein Intervall mit entgegengesetzten Vorzeichen bei den Funktionswerten. Also, ja, geh mal her, ich nehme also jetzt ein Intervall, gell, also von hier bis hier, gell, und die Frage ist jetzt, sind die Funktionswerte entgegengesetzt Vorzeichen? Und die Antwort ist nein, gell, okay, und ja, und habe ich dazwischen eine Nullstelle, in dem Fall heißt die Antwort nein, gell. Ich kann es zwar nicht ausschließen, weil die Funktion könnte ja auch sowas machen, gell. Also könnte ich trotzdem Nullstellen haben, aber ich kann es nicht garantieren, gell. Also gehe ich da mal zurück, ich brauche ein Intervall, wo ich dann an den Intervallgrenzen einmal positiv und einmal negatives Vorzeichen in der Funktion habe. Gell? Also gehe ich da mal schauen, ich suche, dann finde ich ein Intervall von hier bis hier, gell? Zum Beispiel. So, wenn das mein A und B sind, gell? Also A und B. Also A und B sind beide
beide positiv, gell? Also beide positive x, gell? Aber das interessiert mich nicht, sondern mich interessieren die Funktionswerte. Und zwar habe ich dann in a ein f von a, das negativ ist, und in an der Stelle b ein f von b, das positiv ist, gell? Ich habe also jetzt ein Intervall für meine Funktion gefunden, das die Bedingung erfüllt, dass also die Funktionswerte an den Intervallgrenzen entgegengesetzte Vorzeichen haben. Gell? Okay, also ich habe einmal f von a, gell? F von a, das ist negativ, und f von b, das ist positiv. So, und jetzt gehe ich die Intervallhalbierung durchführen. Ich gehe also in der Mitte die Stelle bilden und rechne doch dann auch meinen Funktionswert aus. Gell? Also wo ist die Mitte? Ungefähr da. So. Okay. So, ich habe jetzt meinen Funktionswert, gell? Und der ist positiv. Gell? Okay. So, mit welcher Intervallhälfte rechne ich jetzt weiter? Mit der linken Intervallhälfte, weil in der rechten Intervallhälfte ist das Kriterium der entgegengesetzten Vorzeichen an den Grenzen nicht erfüllt. Das heißt also, hier habe ich in der Mitte habe ich ein positives Vorzeichen in der Funktion und auch rechts in b. Also kann ich hier diesen ganzen Bereich hier mal ausschließen. Gell? Also gehe ich links weiter. So, ich gehe wieder her, gehe die Mitte rechnen und aha, also ich habe hier einen negativen Funktionswert, genauso wie links. Also gehe ich die linke Hälfte jetzt also streichen. Hier kann die Nullstelle nicht sein. Also rechne ich wieder mit der rechten Hälfte weiter. Ich gehe also die Mitte nehmen, rechne meine Funktionswerte aus. Der ist positiv, genauso wie rechts. Also gehe ich jetzt diese rechte Hälfte, die kann ich vernachlässigen, gell, und rechne mit der linken Hälfte weiter. Gehe ich wieder die Mitte rechnen. So, was bekomme ich? Einen positiven Funktionswert. Das rechts kann ich weglassen. Gell? Und ich kann jetzt links weiterrechnen. So, das habe ich schon Schwierigkeiten, das da hinzuzeichnen. Gell? Und irgendwann mal sind meine Grenzen ganz nah zusammen. Gell? Und wie groß ist denn die Abweichung jetzt von der Nullstelle? Gell? Wenn ich da ganz eng zusammen bin, gell, dann ist mein x irgendwo hier dazwischen drinnen. Gell? Also hier dazwischen. Und jemand sagt also, wenn ich irgendwo mal ganz nah zusammen bin, gell, dann ist der Fehler kleiner als die Intervallbreite. Und jemand sagt, nein, nimm einfach die Mitte dieses letzten Intervalls. Und dann weiß ich, der Fehler ist maximal die Hälfte der letzten Intervallbreite. Gell? Also gehe ich einfach da sagen, zum Schluss dann, also b minus a, gell? Das ist dann die Abweichung. Und was kann ich dann zurückgeben? Also irgendwo die Lösung ist dann das letzte a oder das letzte b oder die letzten a plus b halbe. Gell? Okay, also es wäre dann die Lösung. Gell? Also da wäre dann mein x0 von mir aus. Gell? Mhm. Gell? Also Lösungsmenge dann. Mhm. Das gefundene x0. So. Und was muss mir bewusst sein? Das ist nicht die exakte Lösung, gell? Aber so ungefähr stimmt's, gell? Und ich kann auch den Fehler ausrechnen, gell? Der Fehler, gell? Also das letzte, jemand sagt auch dann so Epsilon dazu, gell? Das ist der letzte Fehler. Der Fehler ist kleiner als mein letztes a minus b. Betragsmäßig, gell? Und wenn jemand sagt, naja, aber wenn ich da die Hälfte nehme, gell, dann könnte ich da auch noch da halbe hinschreiben, gell? Okay. Ja, das ist unser erstes numerische Verfahren zur Suche von Nullstellen, gell? Und um das zu machen, müssen wir immer wieder halbieren dieses Intervall. Und das können wir in einer Schleife machen, gell? Und das wollen wir jetzt machen, gell? Also, wir wollten diese Bisektion und Intervallhalbierung ausprobieren, gell? Und
Ja, da wollen wir ein Beispiel machen, und zwar mit der Funktion e hoch x plus 1 minus x Quadrat, gell? Und ja, das ist jetzt eine Funktion, die schaut ganz einfach aus, e hoch x, das ist, e ist diese Eulersche Zahl, dieses 2,7 ungefähr, gell? Und 2,7 hoch x, gell? Ist so eine Exponentialfunktion, gell? Also das ist so, ja, so wie der Coronavirus, gell? Also der macht auch ganz wilde Sachen, gell? Müssen wir draufschlagen, gell? Damit sie klein wird, gell? Haben sie gesagt, gell? Aber uns interessieren jetzt die Nullstellen dieser Funktion, gell? Und ja, wir wollen jetzt etwas machen. Wir wollen diese Funktion mal anzeigen, gell? Und zwar nehme ich da KMPlot, gell? Create, gell? Ein kartesisches Plot, und zwar erst schlägt 0 vor, das wollen wir nicht, sondern wir wollen dieses e hoch x plus 1 minus x Quadrat. Das wollen wir uns mal anschauen, gell? Und jo, probieren wir mal. So, kommt sowas in der Art heraus, gell? Wenn wir jetzt bei dem irgendwo eine Intervallgrenze zwischen minus 2 und 0 setzen, dann haben wir dazwischen eine Nullstelle, gell? Und ja, die wollen wir finden, gell? Okay. Gute Arbeit.